Ja, liebe Leute, ein allerherzliches Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 an diesem Donnerstag heute. Wir starten heute durch mit dem nächsten Match und das ist zu Hause gegen den FC Barcelona. Ja, und dann ein Ligaspiel haben wir danach noch und dann geht es das wahrscheinlich entscheidende Spiel gegen Posen in der Champions League. Also dieser Sieg in Manchester, das war sowas von Gold wert. Wir sind sowas von wieder drin in der Liga, im Wettbewerb. Und könnten vielleicht einen der großen Teams ausschalten. Entweder Neapel oder halt Manchester. Also momentan sind wir komplett drin. Wir müssen also nur das nächste Spiel gegen Posen gewinnen. Dann sieht's ganz, dann dürften wir eigentlich durch sein. Gut, aber jetzt erstmal Barcelona. Also Real, Menu und jetzt Barcelona. Also drei richtige Brocken. 4 Punkte haben wir jetzt geholt gegen die beiden. Jetzt wollen wir in der Liga mit dem nächsten Sieg was machen. So, ich muss halt jetzt ein bisschen wieder... Muss ich durch? Nee, ich brauche nicht durchpolieren. Ne? Wir spielen wieder Startelf. Oder? Ja, doch. Eigentlich sollte man das so mal machen. Ein Spiel, das es in sich hat. Ein Spiel, das eine Menge verspricht. Wir freuen uns auf Athletic Bilbao gegen FC Barcelona. Hallo aus dem Estadio San Mamés. Liebe Zuschauer, Wetter ist sehr gut und wir freuen uns, dass Sie sich dieses Spiel heute nicht entgehen lassen wollen. Am Mikrofon ist wieder das gewohnte Kommentatorenteam Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute wird eine Partie aus der La Liga Santander bei uns auf dem Programm stehen. Athletic Bilbao gegen FC Barcelona. Also ich freue mich extrem auf dieses Spiel und ich glaube, dass es sehr, sehr unterhaltsam und interessant wird. Also von mir aus, es kann losgehen. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Kepa steht im Tor, Iker Muniain steht mit Mikel Oyarzabal auf dem Flügel und im Sturm bauen sie heute in dieser Partie auf 2 Angreifer. Ja, genau. Maurice und eben Williams, also das gewohnte Top-Duo da vorne drin, darf also glänzen. Tiki-Taka, Buschi, da werden Erinnerungen an Glanzzeiten wach. Ja, und Barca ist auch heute noch überragend, was diese Taktik angeht. Die machen das perfekt. Geht gleich los, wie gesagt, das Heimspiel gegen Barcelona. Können wir Barca ein bisschen zurückhalten? Die sind ja momentan auch nur auf Platz 7. Also, mal schauen. Immanuel. Ja, es ist ein bisschen blöd, das sieht man sich gar allzu wenig. Williams. Schöne Aktion, Steilpass. Das könnte abseits gewesen sein. Bilbao macht das Tor. Nee, war es nicht. Tor zählt. Das Tor zählt. Nochmal dieses Tor in der Wiederholung. Erst der Steilpass und dann setzt er sich durch. Willenstein, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Jetzt nichts für dich. Gibt jetzt gerade nichts. Sie haben ja einen deutlichen Vorsprung. Können die das durchhalten, Buschi? Ja, da müssen wir noch abwarten. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle in einer langen Saison. Aber bislang machen sie ihre Sache richtig gut. Ja, Oyarzabal. Und jetzt hat er da ein bisschen Lücke.
Den sieht er nämlich schön, den Williams. Und Notte! Was für ein Pech! Das wäre ein super Tor gewesen. Toller Lupfer. Immer wieder schüttelt er da den Kopf. Kein Tor, unfassbar. Kein Tor in dieser Szene. Und es wäre so wichtig gewesen. Ja, es war ein bisschen zu. Ich wollte ein bisschen zu viel, was den Lupfer betrifft. Da muss er wirklich sein ganzes Können aufbieten. Iñaki Williams dürfte heute sicher einer der wichtigsten Spieler sein. Wo ja dabei. Und wieder ist da jetzt mal ein bisschen Platz, aber das. Doch, jetzt hat er Glück gehabt. Williams kann sich da Glück mit ein bisschen Glück da durchsetzen. Und ja dabei. 2-0. Dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Das nutzt er aus. Alles offen, da lässt er sich nicht zweimal bitten, macht den Treffer. Und ich glaube, diese Wiederholung wird der Trainer seinen Jungs noch einige Male zeigen. Da hat in der Defensive nichts gestimmt. Also, man führt schon mal 2-0. Man hat schon mal einen Schritt gemacht. Das machen sie sehr geduldig im Aufbau. Grosabel, schön gelöst da. Wieder Platz ohne Ende. Diesmal ist er nicht durchgekommen. Iago Aspas. Schönes Zuspiel. Gute. Schön zu erkennen, wie ihre Strategie aussieht. Schnelle Pässe, viel Tempo, überraschende Vorstöße. Ja, aber der Vorstoß war auch für den Rest der Mannschaft zu überraschend. Es war einfach ein wenig zu früh und die Folge ist Abseits. Immanuel. Ja, Ball ist nicht. Ball kommt nicht durch da vorne. Dembele. Spielt ja gar kein Lewandowski mehr? Hat er den Lewandowski rausgenommen oder verkauft oder was auch immer? Das war zu einfach. Oh ja, Sabal. Athletic Bilbao ist die spielbestimmende Mannschaft, zeigt sich natürlich auch an der Ballbesitzquote. Barca hat definitiv seine Probleme. Und Verstegen verhindert den dritten Treffer gegen Oyarzabal. Und jetzt wird es Einwurf geben. Ball weiter im Spiel, könnte durchaus gefährlich werden. Klasse Einsatz. Kommt. Nein, keine gute Befreiung. Aber nicht dann. Der FC Barcelona bekommt den Freistoß. Er bekommt den Freistoß von Barca? Pedri. Dembele. Das ist zu einfach. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Sanchez. Ja, den kann er noch spielen. Genau, das ist nämlich genau. Das war kein Abseits, Maurice. Maurice. So, Ter Stegen. So, die Ecke wird jetzt kommen. Ecke kommt. Und wieder Ter Stegen. Und noch ein Eckstoß. Da bekommen sie den Ball nicht raus.
Ari, der jetzt den eigentlich 18-Jähriger, der jetzt eigentlich Innenverteidiger, der hat aber schon so ein Ding gemacht und wieder Testegen. Die Ecke kommt. Da fehlt die Konsequenz bei Olmo, Olmo! Abgeblockt erstmal. Glück gehabt, Muni ja hin, kriegt den Ball wieder und geht mal durch. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Jetzt die Chance. Ja, das war zu ganz einfach. Ganz einfache Nummer für Ter Stegen, da passt er auf, er hindert hier das Tor. Gut gemacht. Ja, das war zu. Ja, dann ist Pause. Wir hören den Pausenpfiff. Und damit war es das hier also in diesem ersten Spielabschnitt. Gleich geht es hier wieder weiter. So. Na gut, gehen wir gleich rein in die zweite Halbzeit. Mit einem deutlichen Rückstand geht der FC Barcelona in die zweite Hälfte. Der Ball rollt wieder. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Oh, das könnte was werden. Und? Kepa hält, Ball ist noch im Spiel. Kepa! Gut gehalten. Williams, der den Ball durchstecken kann auf Enzo Maurice, der hier auf das die Gelegenheit. Sogar noch ein Eigentor. Der wollte ihn querlegen. Barca wird hier mal gerade in alle Einzelteile zerlegt. 52. Minute, der Meister führt jetzt mit 3:0 gegen Barcelona. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. So, also 0:3 hier. Das passt. Ja, überhaupt gar nicht auf die Reihe bekommt. Glück gehabt, die Manuel kann den Ball durchbringen. Muniain. Und wieder dieser einfache Trick hier, diese Drehung um den Abwehrspieler rum. Das hat jetzt dreimal hintereinander geklappt. Aber Pedri bleibt dran und holt sich die Kugel. Das könnte gelb geben. Wird auch gelb geben gegen Manuel. Das ist korrekt, es gibt gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Pedri. Frenkie de Jong. Echte Gefahr kommt da nicht. So, ich muss jetzt Manuel rausnehmen, weil der natürlich jetzt ein bisschen eingeschränkt ist durch seine gelbe Karte. Aber ich habe ja Alternativen. Also es ist ja nicht so. Warte mal, Vincentor, du kannst es nicht spielen, deswegen werde ich schon einen Tausch ziehen vorne. So, wir werden natürlich ein bisschen durchrotieren. Weil er natürlich zur Stelle ist. Jetzt wechseln sie hier aus. Die Kopfballstarken sind mit vorne, gleich kommt die Ecke. Der kurze Eckball. Das ist alles zu einfach. Nächste Chance, noch eine Ecke. Der lasst ihn doch nicht da durchlaufen in Dembélé. Ihr wisst, was der kann. Kurze Ecke. Dembélé mit dem Vorstoß. Frenkie de Jong. Kessi. Erstmal abgeblockt. Nächster. De Jong. Was für eine Chance. Weiter gefährlich. Nach Kepas Abwehr. Hätte gefährlich werden. Jetzt, oder? Ja, jetzt haben sie ihn. In der La Liga Santander geht es bald weiter. Dann steht das nächste Spiel an für Athletic Bilbao. Dann geht es auswärts. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Also das Tor ist jetzt eigentlich mehr oder weniger überfällig für Barca. Aber sie kriegen es nicht hin. Besser platzieren müssen. Oyarzabal.
Schön durchgesteckt da und ans Kanal. Genau, Sanchez. Sanchez! 3-0, 4-0. Das ist natürlich stark. Sie lassen nicht nach, erhöht damit auf 4 Tore Vorsprung. Wir sehen die Wiederholung dieses Tores. Der Ball geht im kurzen Eck ins Netz. Da wird sich und muss sich der Torhüter ärgern. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Klare Sache hier, das 4-0 ist schon deutlich. Also das ist eine Hausnummer jetzt. Also wie gesagt, Barca war eigentlich dran, das Tor zu machen. Sie mussten es eigentlich mehr oder weniger machen. Und plötzlich zeigt der Weißer nochmal, jo, das machen wir mal kurz selber. Weil der Gegner nicht will, machen wir das Tor. Und das steht zum 4-0. Und jetzt ist der nächste Treffer drin. Vila Libre. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Und dann schönes Ding aber, gut gemacht. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5-0. Oh, der nächste dicke Bock da hinten in der Barca-Innenverteidigung. Williams. Ah, diesmal kommt er nicht durch gegen Timber. Aber der halt plötzlich den Ball, aber Kunde noch mal mit dem Glück dabei. Langer Ball auf Usman, den Belema. Neul ist jetzt raus und Rodriguez bleibt dran. Und die Ecke kommt. Barcelona mit der Ecke. Der FC Barcelona mit dem Wechsel. Die kurze Variante. Wieder Ecke. Mal sehen, was sie daraus machen. So. Die Ecke kommt. Da konnten sie nichts draus machen. Und zu einfach. Der Jong bleibt stehen. Und der nächste Konter läuft. Glück gehabt. Pedri passt da gut innen auf. Weil das Ding ist längst entschieden. Aber Frage zu null. Ja, bis jetzt. Geht haarscharf drüber. Drei Minuten Nachspielzeit. Mit ein bisschen Dusel kriegt er den doch da durch, den Ball. Wenzidor. Wenzidor, jetzt mit Tempo. Wenzidor. Das Ding mit der Parade, immer noch gefährlich. Die klärt hier aber gar jetzt ist Ende der Durchsage. Jetzt haben sie es. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Das war eine klasse Leistung heute, am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Das war eine starke Leistung heute, Tor gemacht, was will man mehr, hat sich den Jubel wirklich verdient. Es geht los, Bilbao mit dem Anstoß. Schöne Aktion, Steilpass. Bilbao macht das Tor. Ja, damit haben wir auch den nächsten Großen nach Hause geschickt.
So, aber du Flor, ja, ich kann gerne delegieren, verhandeln, delegieren. Ich kann ihn ja annehmen. Ach so, der ist hier abgelehnt, mehr oder weniger. Okay, ich dachte, jetzt wäre jetzt irgendwie was drin. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr stolz auf dich, mein Freund. So, guti. Ich würde sagen, wir sind raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder bei Let's Play FIFA 23. Die geht dann am Montag über den Schirm. Und ja, dann geht's weiter mit dem Duell gegen Real Sociedad San Sebastian, der 15. Gut, bis dahin oder auf Wiedersehen. Bis dann, ja, genau. Tschüss.